größter Beliebtheit erfreut sich die Rennbahn vor dem Plenum des SPD-Parteitages. Hier ist der Fortschritt keine Schnecke und jeder kann eingreifen. Anders die Große Koalition. Unbeliebt und die Basis hat die Latte für ihre Zustimmung hochgehängt. Als erste Partei überhaupt will die SPD ihre 460.000 Mitglieder über den Koalitionsvertrag abstimmen lassen. Das ist natürlich mit einem hohen Risiko verbunden, aber es ist ehrlich und konsequent. Diejenigen, die vielleicht der Sache kritisch entgegenstehen, können da ihre Meinung kundtun und ich glaube, das tut uns als Partei gut. Eindringlich verspricht der Parteivorsitzende, das Beste bei den Verhandlungen herauszuholen und appelliert an das Verantwortungsgefühl seiner Genossen. Aber wenn ich das mit Hilfe der anderen hier vorne hinkriege, wenn wir das schaffen, Genossinnen und Genossen, dann müsst ihr kämpfen vor Ort. Dann dürft ihr nicht zweifeln in die Mitgliederversammlung gehen. Wenn wir dann losmarschieren, dann geht es um die Zukunft der Sozialdemokratie in den nächsten 20, 30 Jahren. Fast scheint es so, als ob Gabriel damit bei den Parteimitgliedern durchdringt. In 3 Wochen liegt das Ergebnis der Mitgliederbefragung vor, 2 Tage, bevor Angela Merkel als Kanzlerin wiedergewählt werden will.